Hi, ich bin Carina aus Deutschland und wir sind heute im Big Four St. Helens Holiday Park. Wir durften hier in den ganz neuen Bankhäusern oder Bankhouses bleiben, die tatsächlich aus Containern gemacht sind und ganz neu sind. Sie sind super schön, man hat alles, was man braucht und man hat dann einen neuen Container, wo halt noch Toiletten und Duschen drin sind, die aber auch super schön und sauber sind. Der ganze Park hier ist total naturbelassen angelegt und es gibt auch ein Feuer in der Mitte, wo wir einige Abende verbracht haben. Unter anderem gibt es auch die Happy Hour, wo dann auch Nibbles provided werden. Und dieser Platz ist relativ groß, das heißt, es gibt für jedermann irgendwie was zum Bleiben. Das heißt, wir hatten jetzt diese Cabins hier, es gibt aber auch noch andere Hütten, wo man drin bleiben kann oder auch Familienzimmer oder halt auch Familienhütten. Man kann auch einfach nur einen Platz mieten, mit einem eigenen Caravan kommen oder halt ja, eine von den Sachen, die anbieten, nehmen. Es gibt für alle Kinder gibt es ein Jumping Pillow. Das heißt, es ist so ähnlich wie ein Trampolin. Es macht sehr viel Spaß auch für Erwachsene. Direkt dahinter ist ein Kino und auch noch ein Indoor-Spielplatz. Sonst, was kann ich noch hierzu sagen, es ist super gelegen, also es ist nicht weit bis in die Stadt, man kann laufen, da ist auch ein Strand und es ist das nächste oder die nächste Unterkunft zu den Bay of Fires, wo wir heute dann noch hinfahren werden und ja, man wird super versorgt, es ist eine eigene Küche zum Kochen mit Barbecue-Plätzen und man hat sowohl noch Wäsche, also man kann hier eine Wäsche machen oder man kann einfach hier die Gegend genießen.